In der Welt am Sonntag veröffentlicht der frühere Herausgeber der Weltgruppe Thomas Schmidt unter der Überschrift »Freude will einfach nicht aufkommen« eine Art Fatwa gegen Kleingläubige der deutschen Einheit. Auf seinem Blog lautet der Titel des Textes »Die DDR lebt in Köpfen und Herzen weiter«. Schmidt hat die landesübliche Evolution vom Spinner-Sponti und Raff-Verehrer zum stramm nach rechts geneigten Springerschreiber durchgemacht. Da tut etwas Rassismus gegen die Eingeborenen von Ostzunesien zum 3. Oktober gut. Der bösen Botschaft im Titel folgt im ersten Satz wirklich Schönes. Der Herbst 1989 war ein Herbst, so schön wie lange keiner mehr. Weil ein halber Kontinent holte sich die Freiheit, schüttelte den kommunistischen Großversuch ab. Aber 30 Jahre danach hätten die Bemühungen, sich dieser Erfahrung zu vergewissern, etwas Gequältes. Es rieche immer nach erinnerungspolitischer Volkshochschule. Viele seien verstimmt. Es fehle die Spontaneität. Und anders als der 14. Juli der Franzosen sei der 3. Oktober nicht in die DNA der Deutschen eingeflossen. Das hat möglicherweise mit den Unterschieden zwischen einer Revolution und einer Konterrevolution zu tun. Wer eine Gesellschaft zurück in Massenarbeitslosigkeit und Krieg führt, will sich ständig rechtfertigen. Schmidt auch. Aber er weiß, wer schuld an seiner Freudlosigkeit ist, der Ostmensch. Denn der habe nicht ein Gefühl der Unterlegenheit, sondern der Überlegenheit gegenüber dem Westen. Da sei nicht Verzweiflung, sondern Hoffart. In der DDR sei, wie in allen Staaten des Warschauer Vertrages, eine Revolution von oben durchgezogen worden, zu deren Verlierern hätten Unternehmer, selbstständige Bauern, Gutsbesitzer, Gewerbetreibende, Rechtsanwälte, Ärzte, Wissenschaftler etc. gehört. Zu den Gewinnern aber zählten die, die nun die VEBs, die Kombinate, die LPGs leiteten, in den alten Gutshöfen wohnten oder unerwartet an die Stelle Vertriebener, Verhafteter oder ausgewanderter Amts- und Stelleninhaber in Behörden, Universitäten und Krankenhäusern traten. Wer blieb, habe gute Chancen gehabt und es oft, wörtlich, mit Loyalität, Stolz und manchmal auch mit Spitzeldiensten gedankt. Denn es gab ja nur Stasi und Mutti. Aufs Allgemeinwohl bedachte kleine Selbstständige waren da nicht vorgesehen. Auch nicht nette Juristen von vor 1945. Oder uralter, aber stets höflicher Adel. Oder sozial gesinnte Unternehmer. Schmidt vergisst zwar in seiner Verliereraufzählung auch freundliche Wehrmachtsgeneräle, schneidige SS-Führer oder wer sonst damals in Osteuropa und speziell in Ostdeutschland vor dem 8. Mai 1945 zu den Gewinnern gehörte. Er schreibt, das schweißte zusammen, meint aber nur die Ostdeutschen, eben die Gewinner. Denn so sei ein DDR-spezifisches Sonderbewusstsein entstanden, dass der neuen Aufsteiger, die wohl spürten, dass sie allein diesem Staat den Aufstieg verdankten. Fleiß, Talent und Können sind nämlich in dieser Welt einfach verteilt, im Osten null, im Westen alles. In der DDR verhalf allein der Staat zu irgendwas, von der Banane bis zur Behördenleitung. Es war eine Negativauslese mäßig Begabter. Schmidt ist selbstverständlich wie jeder Springer-Journalist kein Rassist. Er untersucht lediglich ethnisch geprägte Eigenschaften. Im Osten ergeben sich die aus dem wörtlich geheimen Pakt zwischen der Partei und einer großen Zahl von Bürgern. Die haben, so schreibt er weiter, ihren alten Klassenstolz nach dem Zusammenbruch ihres Staates nicht aufgegeben, sind aber zugleich verbittert, halten den Westen für schwach und degeneriert. Und viele von ihnen wählen im Grunde
die ordnungsbewusste und unnachsichtige SED, wenn sie bei der AfD ihr Kreuz machen. Endlich ist das raus. Deutschland, ordnet Schmidt daher an, braucht eine offene, nicht einheitsverschwurbelte Debatte darüber. Denn wir gehören zusammen, passen aber nicht zusammen. Sein Text ist der Beweis.